Du bist so ein toll vernetzter Mensch, du kennst sie alle. Ja. Wer sind die bekanntesten Menschen in deinem Telefonbuch? In meinem Telefonbuch? Hier auf deinem Handy. Können wir mal reingucken, wer sind so die... Wirklich? Ja, sollen wir mal reingucken, hier hast du dein Handy mit. Komm, wir gucken mal zusammen rein. Jetzt hast du meinen Code gesehen, ne? Ja. Die kennst du alle gar nicht. Fatih Akin, krass. Fatih Akin, ja. Alpenrose. Und dann unter A sind 17 Ärzte, man kommt in ein Alter. Oh Gott, das war ein Fehler, das rauszuholen. Der ein oder andere Arzt hat auch schon deinen Code gesehen, ne? Olli Bierhoff, Moritz Bleibtreu, Wiegald Boning. Hier, da ist Bobo. Bobo, DJ Bobo? Ja. Paul Breitner, wow. Daniel Brühl! Ja, oh hier, der war heute mit mir im Flugzeug. Howard Carpendale? Ja. Bülent Ceylan, du hast die alle. Howard war heute bei mir, bei Howard Carpendale muss ich ganz kurz die Geschichte erzählen, weil er hat auch mal einen Song gemacht für mich, für den Film Buddy. Ja. Und ich dachte erst, ja, ich muss ihm da erst das Ganze pitchen und was das für eine Szene ist und was auch immer. Und dass ich ihn so toll finde, ob er diesen Song nicht machen kann, worauf er nur sagte, wann brauchst du es und wer bezahlt? Und seitdem habe ich seine Nummer. Geil. Ja. Du weißt, also Promi-Anekdoten, Promi-Stories gibt's links und rechts, du hast die Nummern und ich möchte mit dir, weil du so gut vernetzt bist, ein kleines Spiel spielen. Verbunden oder erfunden? Also, wir haben jetzt hier einen Tisch aufgebaut und ein Telefonhörer kommt in die Mitte. Wir kriegen jetzt abwechselnd einen Anruf von einer prominenten Person, hier live ins Studio. Okay. Einer von uns beiden... Kein Fake. Ja, hier und da. Manchmal ist es fake, manchmal ist es echt. Und wir telefonieren dann mit dieser prominenten Person. Diese prominente Person erzählt uns dann eine Geschichte, die sehr skurril ist. Du musst dann entscheiden, stimmt das jetzt? Ist da wirklich diese Person dran und stimmt die Geschichte oder nicht? Luke die Woche und ich, Luke Mokic, einmal bereit, hallo? Hallo, ja? Heino. Natürlich. Ist der Heino, ja. Hallo Heino, grüß dich. Na? Nein. Ja. Also, vielen Dank für diese tolle Geschichte. Wow, das ist ja... Mensch, Heino. Einen Moment, bleib mal ganz kurz in der Leitung. Ich erzähle das gerade mal dem Bulli. Bulli ist für dich. Mm, klar. Da ist der Heino dran. Ja, erzähl. Und der Heino, der hat mir erzählt, dass der mal in Venedig Mick Jagger zum Essen eingeladen hat. Und dann hat Mick Jagger zu Heino gesagt, sing doch mal was Rockiges. Und dann hat, kein Scheiß, Mick Jagger den Heino eingeladen zum Konzert im Müngersdorfer Stadion. Und dann haben die da zusammen ein Lied gemacht, oder? Zusammen ein Lied gemacht. Ich glaub das nicht. Ich würde sie ganz kurz mal weiterreichen, mal gucken, ob er wirklich da ist oder ob jetzt hier kein Anschluss unter dieser Nummer ist. Hallo, ist da Heino? Hier ist der Heino, hallo. Das ist nicht zu glauben. Ist das wahr? Ja, ja. Das ist ja ein Hammer. Jetzt erzähl die Geschichte nochmal. Entschuldige, was war das für ein Song? Da habe ich jetzt nicht mit ihm speziell darüber gesprochen. Ich habe ihn nur kennengelernt, zweimal in seinem Konzert. Und da hat er mich einfach so angeredet und sagt, warum singst du nicht mal was Rockiges? Das habe ich ja dann 2013 gemacht. Und da habe ich natürlich mein Publikum in kürzester Zeit um 40 Jahre verjüngt. Ja. Und jetzt bin ich gerade auf der Bühne, habe mir nur Zeit genommen, mit euch zu reden. Und ich muss gleich wieder auf die Bühne etwas Rockiges singen. Du musst was Rockiges singen. Eine gute Show, das ist Ihr Applaus hier. Heino! Ja. Ja. Wahnsinn. Dank, Hammer. Vielen Dank, Heino. Dankeschön. Alles tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Punkt für mich. Das war Heino am Telefon. Jetzt weiß ich auch, wie das Spiel funktioniert. Ja. Okay. Vielleicht nur verwählt. Noch Bulli ist schneller. Er ist der Telefonmann. Das ist Veronika Ferres. Hallo. Das ist Veronika Ferres. Ich weiß. Ist die dran? Ist die dran? Na, ich freue mich, dass ich dich dran habe. Der Mann ist voll reich von der. Mhm. Was? Wie Trigger? Nee. Mhm. Stimmt. Okay, okay. Also, Veronika Ferres hat in einer Tankstelle und hat einen Überfall mitbekommen. Nee. Mhm. Und der hat nur gehört, wie jemand geschrien hat, Hilfe, hat gesehen, dass jemand wegläuft und hat ihren Schlüsselbund hinterhergeschmissen. Nee. Aha. Von Deutsche und Gabbana. Und hat den am Kopf getroffen, der ist
Der ist dadurch gegen die Glastür gelaufen und so haben die den geschnappt. Weil Veronika Ferres ein Dolce und Gabbana Schlüsselanhänger gegen den Tankstellenräuber geworfen hat. Mhm. Okay. Stimmt die Geschichte? Nein! Stimmt nicht! Ich gebe dich mal rüber. Das stimmt nicht. Nein. Veronika? Hallo? Max, helf mir mal, komm, du hilfst mir jetzt mal beim nächsten. Hey, du musst jetzt eine Geschichte erfinden. Komm, wir machen jetzt. Okay, Tag Team. Okay, jetzt. Mann, ich bleib Bulli. Ja, ich merke schon. So, soll ich rangehen? Atze Schröder! Ja, sicher! Mit dem wollte ich immer mal telefonieren. So, jetzt. Hallo, Atze? Hey, hier ist Max Giesinger. Der ist dran. Guten Tag. Der ist dran. Ja, was machst denn du hier am Telefon? Ey, wir haben uns das letzte Mal in Karlsruhe gesehen, weißt du noch? Als ich die Milf abgeschleppt habe, das ist richtig. Ja, stimmt. Das vergisst du nicht so schnell, ne? Lass mal fliegen. Wir hören beide zu. Wir haben beide das Ohr am Hörer. Also wir hören mit vier Ohren zu. So. Oh. Klingt geil. Ja, ja. Mega. Ihr zwei solltet mit der Nummer auf Tour gehen, ey. Mega, sorry. Erzähl du. Also, Atze sollte mit Bärbel Schäfer, Bärbel Schröder den Bambi nominieren. Und haben sie sich vorbereitet und haben sich dann kennengelernt. Und im Zuge dessen ist eben ein kleines Bäuchlein aufgefallen. Und hat da drüber gestrichen und hat dann gesagt, na, in wievielten Monat? Und sie war aber nicht schwanger. Und das hat dann zu einer kleinen Beziehungskrise geführt zwischen den beiden. Ist das erfunden oder ist das gelogen, lieber Bulli? Nein, das stimmt. Ich glaube, die stimmt. Ich glaube das. Was meinst du? Meinst du, Atze ist dran? Ich glaube, Atze ist dran. Geh mal ran. Hey, Atze? Ja. Ja! Geil! Wieso hast du... Atze, hi, hier ist Bulli. Hi, Bulli. Gibt es irgendwas, was wir noch wissen sollten? Dann noch drumherum war, ist, glaube ich, ja, in dem Fall muss man ja wirklich sagen, nicht jugendfrei. Okay. Ja, den Part habe ich weggelassen, weil meine Mutti guckt zu. Das fand ich nicht selber. Ja, wie alt ist deine Mutti? Was hat er gesagt? Was? Wie alt deine Mutti ist? Die ist 42, Atze. Die sucht noch, die ist noch Single. Die findet dich auch... Die ist 42? Ja, die hat früh angefangen. War die 10, als sie dich bekommen hat? Es war 12. Okay. Atze, das entgleitet hier. Wir machen. Vielen Dank für deinen Anruf. Aber die Geschichte stimmt. Atze, hier ist der Luke. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Geil, dass du dabei warst. Das ist dein Applaus. Atze Schröder! Danke, Atze. Ciao. Ja, gerne. Bis bald. Tschüss. Du hast es erraten. So, nächster Anruf. Ja. Mal gucken. Du bist dran, Bulli. Verona Poot! Dazu habe ich eine Geschichte nachher. Hallo? Hallo, Verona. Ja, klar. Hallo. Erzähl. Von Michael Jackson auf seinen Geburtstag. Mhm. Okay. Kann ich das genauso sagen? Was hat Verona also, bei Michael Jacksons Verona Geburtstag gemacht? Verona wurde von Michael Jackson auf die Neverland Ranch eingeladen und sie durfte mit seinem Äffchen spielen. Das durfte ich mit 8 auch. Ist die Geschichte denn wahr? Ja, fand ich gut. Ach so, streicheln habe ich Top vergessen. Top 3 heute, würde ich sagen. Verona Poot hat dem Affen von Michael Jackson gestreichelt. Bubbles. Wie hieß denn der Affe? Bubbles. Ja. Bullshit. Donkey Kong. Stimmt nicht. So, oder? Also, ich halte jetzt mal den Hörer hin. Ist die Geschichte wahr? Die Geschichte stimmt nicht. Verona Poot hat nicht mit dem Affen von Michael Jackson gespielt. Hallo? Ja, hallo? Nein! Ich bin da. Natürlich habe ich mit dem Affen gespielt. Die Geschichte ist 100% wahr. Kannst du das nochmal sagen, Verona?
Also ich habe mit dem Äppchen gespielt, also nicht nur mit Maike, sondern auch mit dem echten Äppchen. Und die Geschichte ist wirklich wahr. Ich wurde von ihnen höchstpersönlich eingeladen und ich bin nach Los Angeles geflogen, habe mir einen Mietwagen genommen und bin mit meinem Manager, mit dem Anon, zusammen bis zur Neverland Ranch gefahren und habe die ganze Fahrt irgendwie immer gedacht, das kann nicht wahr sein. Hier ist bestimmt irgendwo ein Trick oder eine versteckte Kamera. Aber das Tor ging auf, es standen zwei Wärter vorne, haben meinen Namen gecheckt. Das Tor ging auf und ich war auf der Neverland Ranch und habe seine Eltern kennengelernt, unter anderem. Wirklich wahr. Und es war auch Mike Tyson vor Ort und es war es waren wirklich alle da. Diana Ross. Mike Tyson auch gestreichelt hat. Die habe ich auch alle gestreichelt, die Eltern und die Geschwister. Aber das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, wir haben immer den Michael gesucht, es waren 200 Gäste da und irgendwann mal sagte mir einer, er sitzt oben in seinem Zimmer und feiert grundsätzlich seinen Geburtstag, indem er sich das über den Monitor anschaut. Und alle seine Freunde waren wirklich vor Ort und ich weiß auch noch, sein Vater hat eine Rede gehalten und man konnte die zwei Äffchen streicheln und es war wirklich so, wie es ist, war. Ich habe da immer noch ein Foto von und dann stand da auch noch Mike Tyson, mit dem ich mich unterhalten habe. Es waren eigentlich wirklich große Stars vor Ort, 200 Leute in seinem Garten und die Party ging bis abends ohne Alkohol. Wahnsinn. Und Mike Tyson hat dir auch bestimmt ein Ohr abgeknabbert an dem Abend, oder? Ja, hat versucht, ein bisschen am Ohr zu knabbern. Aber das Interessante war, es gab noch einen Marc Wertmann von der Bild-Zeitung damals, der auch eingeladen war. Und der hatte ein Fotoapparat mit, das war so groß wie so ein Feuerzeug. Und damit konnte man nur ein einziges Foto machen. Und das hat er mit mir gemacht und mit Mike Tyson. Und deswegen habe ich das Bild immer noch. Das ist wirklich wahr. Das ist auf jeden Fall total abgefahren, weil ich das bis zum Schluss nicht geglaubt habe. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist aber wirklich wahr. So, und jetzt muss ich... Wahnsinnsgeschichte, Verona. Ja, glaubst du mir denn? Vielen, vielen Dank. Unglaublich. Danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Ey. Großartig. Ja. Na? Mit Verona wird wahrscheinlich auch eher so Sprachnachrichten hin und her schicken auf WhatsApp, ne? Die muss man aber erst im WLAN, kann sie die erst runterladen. Ne? Schafft LTE nicht. Handy voll, ja. 10 Nachrichten. 17 Minuten. So, oh, noch einer. Das Telefon klingelt. Oh. Robin, das ist der Robin aus unserer Sendung. Ach so. Ob der wohl dran ist? Bestimmt. Also Verona ist eine Sache, aber den Robin kriegst du nicht für so ein Spiel. Ja, auch nicht. Hallo? Hi Robin, alles klar bei dir? Du musst noch nicht im Bett sein, oder? Nö, 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 ist ja Sonntag, kurz vor 12. Erzähl mal, was hast du uns denn zu erzählen? Die war peinlich, erzähl mal. Du warst im Urlaub, wo warst du denn im Urlaub? Vor 4, 5 Jahren. Ja? Da war der Urlaub ja? Im Bällebad oder so. Die Nummer stimmt. Ja? Ja? Okay. Ich erzähl's dem Bulli ganz kurz. Ja. So, da ist der Robin dran, ne? Natürlich. Und der Robin, der war vor 4, 5 Jahren, war der im Urlaub. Er sagt, er glaubt, Spanien war lange her. Und Spanien, genau, Robin, einmal. Robert immer. Und der Robin, der war in einem Klamottenladen und hat sich überhaupt nicht für Klamotten interessiert, deswegen war dem langweilig. Mhm. Und dann hat er aus Langeweile, hat der Schaufensterpuppen auf den Arsch gehauen. Erst einer Schaufensterpuppe und dann zwei und dann drei und dann bei der letzten hat er richtig fest auf den Arsch gehauen. Mhm. Stellte sich raus, war eine echte Frau. Dachte ich. Ja. Und dann sagt er, das war der peinlichste Moment in seinem noch so jungen Leben. Mhm. Ist Robin hier am Hörer? Ja. Oder ist er es ja, nicht? Ja, natürlich ist er am Hörer. Klar. Na, Robin? Ja? Ja! Ja. Hallo, Robin! Nein, die Geschichte ist zu gut. Die ist gut, ne? Ja, die ist gut. Guck mal, hier wird auch ein Schuh. Robin, hat das der Onkel anständig und richtig erzählt? Ja. 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 Hey, Robin, hörst du uns? Ja. Du hast hier ein komplettes Studio voller Fans, die dich alle ganz, ganz toll finden. Ui. Möchtest du den Fans irgendwas ausrichten? Rock'n'Roll-Jaffen. Das ist ein Spruch. Vielen Dank, Robin. Wie wollt ihr das denn wieder aufholen? Also, Bulli ist meilenweit vorne. Max, wir müssen uns zusammenreißen. Ja. Den nächsten Anruf, den knacken wir. Mal gucken, wer dran ist. Achtung. Oh.
Matthias Schweighöfer. Ganz groß. Ich bin voll aufgeregt. Hallo, ist der Bulli? Ich weiß. Ja, klar. Ja, ich weiß, dass du dich gerne ausziehst. Scheiße, ich glaube, die Geschichte stimmt. Mhm. Der ist dran. Okay. Da mach ich's ganz schnell. Alles klar? Gut. Okay, also, für Ihren neuen Film haben Sie ja, also er und David, Florian David Fitz. Ja, FDF. Mhm. Für den neuen Film 100 Dinge, der bald genau. im Kino erscheint. Da haben Sie sich, da haben Sie sich ja beide nackig gemacht. Ja. Ja. Bis hierhin alles richtig. Genau. Und Matthias hat bei dem ersten Anblick, also, sich ein Double geholt. Ah, okay. Und das Double war Florian David Fitz. Stimmt die Geschichte? Das kann er sich ja nicht einfach so ausdenken. Nee, das kann sich wohl nicht. Der hat schon Fantasie, aber so eine blühende Fantasie. Nee, das stimmt. Obwohl Schule ist Manitou, ne, muss man schon. Das stimmt. Einiges im Köpfchen. Hast du Schweighöfer mal kennengelernt? Ja, ja. Also stimmt die Geschichte oder stimmt die? Ja, die stimmt. Die stimmt. Ja, komm. Matthias, bist du's? Ey, der zieht uns ab! Haushoch. Aber haushoch. Max, du kannst wieder rübergehen, das ist ein Applaus. Du hast mir als Joker nicht geholfen.